Deswegen mag ich auch so eine Urlaubswoche wie die hier jetzt zum Beispiel mit Gamescom. Donnerstag, Freitag. Da bin ich super dabei. Will mich richtig darüber freuen, mal in Menschenmengen wieder reinzugehen und mich darüber beschweren zu können, wie alle Leute wieder in den Gängen rumstehen und den kompletten Weg blockieren, wie so die letzten Idioten. Das ist immer wieder schön. Kennt ihr das im Supermarkt oder so? Ihr steht an einer, ihr lauft durch die Gänge, ihr wollt eigentlich nur einen Artikel haben und ihr geht durch den Gang durch und vor euch ist dann irgendwie so, keine Ahnung, so eine alte Oma oder sowas, der muss ja nicht mal eine Oma sein, so eine Hausfrau oder irgend so ein Typ, ja, irgendwer halt. Und die stehen einfach quer mit dem Einkaufswagen im Gang und du schiebst den Einkaufswagen aus dem Weg und dann gucken die dich auch noch böse an, so als hättest du irgendwas falsch gemacht. Und dann denkst du ja immer so, Alter, du hast auch nicht kapiert, wie das Leben funktioniert, oder? Miteinander, nicht gegeneinander, ihr Deppen. War echt. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ja klar, aber doch nicht beim Einkaufen. Das ist doch doof. Naja. Huch. Ah, eine haben wir noch. Und so wie es aussieht, werden wir demnächst auch auf Platz gehen. Das ist natürlich unschön. Das bedeutet, haben wir eigentlich, ja, wir haben noch, wir haben sogar noch ein bisschen mehr Eisen. Pass mal auf, dann latsche ich mal eben nach oben. Weil das ja geht, weil das ja relativ einfach ist hier. Wackel ich mal eben nach oben, liefere einmal alles ab. So. Und dann können wir uns wieder in die Höhle des Löwen begeben. Das kommt mir so, manchmal kommt es mir so ein bisschen vor, als, weiß ich nicht. Als gäbe es nichts irgendwie, was wichtiger wäre. Also einfach ein bisschen Minecraft spielen. 3, 4, 5. Mit 5 Stück sind wir da bis jetzt ganz gut gefahren. Ich denke mal, dann machen wir das auch so weiter. Mann, hier draußen ist es so schön und da unten ist es so grau. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen auskleiden oder sowas. Ich meine, Farbe und sowas gibt es ja in Minecraft, aber ich glaube nicht, dass man Steine färben kann, oder? So eine Wandbepinselung, weißt du? Wie man das früher mal gemacht hat. Da gab es ja dann einmal kommt man ja tapezieren und dann kommt man da noch drüber streichen. Diese tollen Raufasertapeten, die dann von weiß auf einmal zu pink gewechselt sind innerhalb von wenigen Jahren. Weil irgendwer gesagt hat, oh, orange, das ist doch voll toll, oder rot, das ist doch voll toll. Und dann ging das auf einmal in pink über. Oder so. Ja, hatten wir auch. Dann denkst du erst, oh, klar, krass, tolle Farbe und alles. Nein, nix. Jetzt sieht jetzt sieht der Flur aus wie eine Jeans. Weißt du? Da denkst du, du hast alles gesehen und dann kommt irgendwer um der Ecke mit so einer Jeans-Tapete. Es ist keine echte Jeans, aber es sieht aus wie Jeans und es ist einfach wow. Einfach Hammer. Vor allen Dingen dazu noch eine echt seltsame Beleuchtung dabei, die mehr Kunst ist als alles andere. Also wenn du die Bilderrahmen an die Decke hängst, als Kronleuchter quasi, und dann sagst, der Igel wohnt jetzt hier. Machst du noch eine Glasscheibe da oben rein, damit du durch diesen Bilderrahmen durchgucken kannst. Dann kommen da LEDs drüber und dann haust du da noch, wie heißt es? Dann haust du da noch so Window-Color-Bilder drauf. Und dann kannst du das definitiv ein Kunstwerk nennen. Es sieht scharf aus. Es sieht scharf aus. Es war eine scheiß Arbeit, aber es sieht scharf aus. Ja. Dementsprechend kann man sich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Jo, sehr schön. Sehr schön.
Ich weiß echt nicht, was los ist. Und was auch momentan los ist, sind diese Olympischen Spiele in Rio, ne? Ja, war das so, glaube ich. Da lief dann gestern Tischtennis. Tischtennis. Weißt du? Das gilt dann da als olympischer Sport. Da haben uns dann früher die anderen Leute, die Fußball gespielt haben, früh belächelt. Jetzt spielen sie das so bei Olympia. Ich denke mir so, gib mir meine Kinder zurück. Ich will auch toll sein und Ping-Pong spielen. Also Tischtennis. Hab ich früher mal gemacht, Tischtennis gespielt. Ich konnte die Bälle drehen und schmettern und was nicht alles. Mein Onkel hat mir das alles beigebracht. Der war Wahnsinn. Ja, der hat sich mit meinem Vater immer Duelle geleistet. Meine Güte. Also wenn du sowas... Also wenn du es den Profis zeigst, die lachen dich natürlich aus, klar. Aber ganz ehrlich... Jokes on you. Jokes on you. So, Erde klatschen. Links, rechts, vorne, hinten. Hau weg, die KG. Oh, wunderbar. Okay, dann mache ich jetzt hier den als Aufstieg und dann nehme ich erstmal die Erde hier aus der Mitte weg. Und dann darf ich wieder zwei in die Tiefe gehen. Die Tiefe des Seins. Whoop. Habe ich jetzt auch gesehen, gestern? Boah, keine Ahnung, wann das war. Ich glaube um halb eins morgens, also quasi die Nacht, habe ich bei Rocket Beans mal eingeschaltet und dann lief dann da so eine Art Astro-TV-Veräppelung. Da stand da so ein Typ in der Mitte rum, hat dann halt über das Universum und alles gequatscht. War super interessant. Aber das hat mich dann doch schon ein bisschen gewundert, dass das auf Rocket Beans TV läuft. Und dann ist das auch noch ein Kollege vom Lesch. Ja, vom Lesch. Kennt wahrscheinlich keine Sau von euch, aber egal. Super Typ. Also der zweite, der da jetzt war, den mochte ich nicht so gerne. Der war ein bisschen seltsam. Aber willst du machen? Ja. Nicht jeder mag jeden zwingend oder so. Aber der hat dann da rumgeschwafelt, so ein bisschen was hier und da von Universen und was nicht alles. Rüber zur anderen Seite des Spektrums hier, schwarze Löcher, die Entstehung und so ein Quatsch und da. Also wenn du damit anfängst, dann hast du mich im Sack. Dann hast du mich echt gewonnen. Super faszinierend, das ganze Universum und alles, den ganzen Quatsch. Den ganzen Quatsch. Mega interessant. Naja, was du halt so immer interessant findest, ne? Ich habe halt schon früher immer sehr viele Dokumentationen gesehen, als Kind, ne? Du kommst dann irgendwie mittags nach Hause, guckst deine Cartoon-Serien da oder so und Dragon Ball fängt erst nächste Woche wieder an. Mit einer neuen Folge. Ja, was machst du dann um 20.15 Uhr, ne? Ja. Sonst läuft nichts Interessantes, Tolles im Fernsehen, guckst du halt ein paar Dokus, ne? Über die Entstehung der Erde, über den Urknall, über was weiß ich, was nicht alles. Und so kann man sich dann auch, ey, komm zurück. So kann man sich dann auch interessante Sachen angucken. Finde ich zumindest. Also ohne Dokumentation würde ich, glaube ich, irgendwie vor Langeweile verenden. So, wird langsam Zeit, dass ich mein Bettchen mal wieder mitnehme. Nun pass mal auf, das nehme ich dann jetzt nämlich mit. Und bring das nach oben. Dann werde ich oben pennen, dann werde ich darunter die Steine abbauen und sowas. Und dann, zack und...
lasse ich das so lange stehen, bis dann wieder nächste Nacht ist oder so. Okay, hier hab ich angefangen, stehen geblieben, wie auch immer. Ja, und so habe ich dann meine Kindheit verbracht. Ich bin in die Schule gegangen, habe mich gelangweilt. Was heißt gelangweilt? Ich hatte genug Dinge, über die ich mir den Kopf zerbrechen musste, die nichts mit dem Schulstoff zu tun hatten. Und du bist nach Hause gekommen, hast dich dann entspannt so ein bisschen was, ein paar Serien geguckt. Abends hast du dann entweder Dragon Ball oder irgendeine Doku geguckt oder so, was halt so gerade lief. Ne? Dragon Ball, Dragon Ball Z. Richtig gerne geguckt. Und dann ab vor den Rechner. Oder ab ins Bett zu dem Zeitpunkt. Ich meine, wenn keine Serien gerade liefen, die man irgendwie gucken wollte, dann saß ich vor meinem alten 98er. Bah, der hatte damals noch richtig Power. Das Ding wird irgendwie genauso schnell gestartet wie XP. Oder wie Windows 7. Oder wie Windows 10 jetzt. Warum? Ganz einfach. Weil es kleiner war. Und nicht so komplex. Ja. Je mehr Speicher es gibt, je schneller das Ganze wird, desto komplexer können dann eben auch die Programme werden. Die Geschwindigkeit bleibt dieselbe. Das schnellste Windows aller Zeiten? Mein Arsch. Das ist genauso schnell wie XP. Garantiert. Also gerade XP auf den alten Rechnern. Ja. Wenn jetzt XP auf so einer Maschine hier, auf so einem Skylake rennen lässt, dann... Hui. Da hat der Bildschirm wahrscheinlich... XP wahrscheinlich mehr FPS als das Spiel, was du gerade spielst oder so. Hätte auf jeden Fall was. Wäre eine scharfe Sache. Müsste ich vielleicht mal ausprobieren. In der virtuellen Maschine einfach mal XP laufen lassen, um zu gucken, wie schnell er denn ist. Vielleicht kann man damit was anfangen oder so. Naja. Erstmal muss ich jetzt die nächsten 2 Wochen, nachdem ich Urlaub hatte, dann ein größeres Projekt machen. Und dann ist auch mittwochs wieder Berufsschule und oh Gott. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Habe ich wirklich keine Lust drauf. Ich bin so derjenige, lernen, ja, aber bitte nur das, was ich wirklich muss und oder wenn ich Spaß dran habe. Und ansonsten arbeiten. Am Machen und am Tun lernen und finde ich persönlich einfach besser, weil ja, Theorie ist immer schön und gut, aber am Ende des Tages ist die Frage, kannst du es auch anwenden? Ja. Ich meine, theoretisch weißt du, wie du eine Schraube reindrehst. Ja? Solange das Deutsche Reich besteht, werden alle Schrauben rechts gedreht, oder wie war das? Das macht natürlich nur Spaß. Nein, aber Schrauben werden sowieso rechts gedreht. Ist schon immer so gewesen. Ich meine, es gibt ein paar Ausnahmen, das sind dann Linksdreherschrauben, aber das ist wieder was ganz anderes. Nee, aber so ist das. Du weißt, wie es funktioniert. Ne? Wenn du das allererste Mal einen Schraubendreher in der Hand hast, und du sollst eine Schraube reindrehen, du weißt, wie es funktioniert. Aber das heißt nicht, dass du es kannst. Ja. Ich meine, das ist jetzt natürlich was super Simples, das sollte eigentlich jeder drauf haben, selbst mit 2 linken Händen und 2 rechten Füßen, einem schielenden Auge und ein Auge, auf dem du nichts siehst. Halb taub, halb blind, halb blöd, du solltest eigentlich trotzdem eine Schraube irgendwie reingedreht kriegen. Gerade oder schief, Hauptsache drin. Ja, das ist so der erste Test quasi, dem einem die Gesellschaft quasi gibt. Kannst du diese Schraube reindrehen? Und dann gibt es mehrere Methoden, darauf zu antworten. Entweder du fragst, wie weit, wie viele, wohin, oder du fragst einfach gar nicht nach und schraubst die Dinger einfach rein. So. Und weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Naja. Aber das ist alles easy peasy. Meine Güte, sind wir schon tief gekommen. Hui. Naja, auf jeden Fall mache ich erstmal eine kurze Zwischenpause. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ne? Der Daumen ist immer gerne gesehen.
Macht mich glücklich, macht euch glücklich, macht uns alle glücklich. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Und dann sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.